Herr Emschermann, das Sanierungskonzept der EU-Länder, das maßgeblich von Deutschland geprägt wurde, gerät zunehmend unter Druck. Italien und Frankreich haben bereits angekündigt, dass sie das Defizitkriterium von 60% wahrscheinlich nicht einhalten werden in den kommenden Jahren. War das Konzept zu hoch gegriffen? Also die Ziele waren sicherlich sinnvoll. Es war sinnvoll, dass man sich Ziele gesetzt hat. Aber es war vielleicht naiv zu glauben, dass diese Ziele so eingehalten würden. Man muss sich vorstellen, in einer Währungsunion übertragen sich Risiken, beispielsweise eben die Ausfallrisiken für öffentliche Schulden, durch das Bankensystem auf die anderen Euro-Mitgliedsländer. Und insofern braucht man einen Regelmechanismus, der dieses Risiko, diesem Risiko entgegenwirkt. Eine gewisse Disziplin bei den europäischen Haushalten ist daher sinnvoll. Man kann sich auch leicht vorstellen, dass selbst diese Kriterien nicht ausreichen. Also ein Land, was ein Wachstum langfristig von 1% hat, sich aber jährlich mit 2,5 oder 3%, also gerade unterhalb des Maastricht-Kriteriums verschuldet. Man kann sich leicht vorstellen, dass dieses Land langfristig immer größere Schulden ansammelt, die dann nachher zu einer Finanzkrise führen können. Eine Reihe von namhaften Ökonomen und Politikern werfen Deutschland vor, in der Krise kontraproduktiv agiert zu haben, indem es seinen Exportüberschuss ausgebaut hat, anstatt die Inlandsnachfrage. Ist der Vorwurf berechtigt? Hat Deutschland einen Exportüberschuss, an dem der Rest Europas leidet? Aus deutscher Sicht ist sicherlich zu sagen, dass wir unsere Exportüberschüsse nicht ordentlich verwenden, nicht gut anlegen. Wir haben sie angelegt in amerikanischen Immobilienverbriefungen. Wir legen sie an jetzt im Rahmen der Euro-Krise oder im Rahmen dieser Krise. Das ist sicherlich nicht die beste Verwendung der Mittel, während gleichzeitig in Deutschland ein erheblicher Finanzierungsbedarf für Zukunftsinvestitionen besteht. Hat jetzt aber der Außenhandelsüberschuss andere Länder in die Krise gebracht? Da glaube ich, das ist nicht der Fall. Die Europäische Kommission hat mal ausgerechnet, was es bedeuten würde, wenn die deutschen Staatsausgaben um 1% erhöht würden. Es hätte einen Effekt auf die Krisenländer von zwischen 0,01 und 0,02% deren Bruttosozialprodukt. Und ich glaube, das ist jetzt keine Größenordnung, von der man ausgehen kann, dass sie relevant wäre für die Behebung der Krise. War es denn ein Fehler, dass die Schulden der Krisenländer nicht vergemeinschaftet worden sind, also Eurobonds eingerichtet worden sind, wie es viele, auch viele Grünen-Politiker gefordert haben? Ja, die Idee der Eurobonds war, Länder, die gegenwärtig, sagen wir mal, 4 oder 5 oder 6% an Zinsen für ihre Schulden zahlen mussten und jene Länder, die, sagen wir mal, 2% zahlten, zusammenzubringen, gemeinsame Schulden zu begeben und dann möglicherweise einen Mittelwert an Zinsniveau leisten zu müssen. Das war sicherlich eine solidarische Idee und Solidarität ist auch gefragt im Rahmen der Krise, aber es hat viele Nachteile. Erstmal kann man diese Solidarität auch anders herstellen und zum Zweiten, und das ist glaube ich ganz entscheidend und das wird vielfach unterschätzt, es führt zu dem sogenannten Moral Hazard, das heißt es hebt den Reformdruck von den Ländern, die in der Krise sind. Wenn man einmal gemeinsame Schulden begibt, wird man bis zu deren Rückzahlung, bis zu deren vollständigen Rückzahlung, vollständig gegenseitig für den Gesamtbetrag der gemeinsamen Schulden haftbar sein. Und ich glaube, dass wir reden ja nicht über Einzelpersonen, sondern wir reden über Systeme. Und wenn Systeme in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie dazu neigen, Schulden anzuhäufen und sozusagen Haushalte selbst
bei positiven Rahmenbedingungen nicht auszugleichen, dann zeigt uns das, dass es ein enormes Risiko wäre, nicht nur für die öffentlichen Haushalte der Länder, die sozusagen diesen Transfer ermöglichen würden, sondern auch für das Projekt der gesamten europäischen Integration. Wenn ein solches Projekt scheitern würde, also ein Projekt der Eurobonds oder ähnlicher gemeinsamer Schulden, dann würde damit auch die Europäische Union scheitern und das wäre sehr tragisch. Allgemeiner gefragt, wann ist es sinnvoll, dass der Pfad der Sanierung national eigenständig und wann ist es sinnvoll, dass er vergemeinschaftet gegangen wird? Ich glaube, die Schulden, die Länder angehäuft haben, waren immer national, sind nationalen Zwecken zugutegekommen und müssen dementsprechend auch von der Gesellschaft, die davon profitiert hat, zurückgezahlt werden. Allerdings haben wir natürlich ein gemeinsames Interesse daran, Länder auch politisch oder politische Systeme auch in die Lage zu versetzen, dies auch zu leisten. Wenn Länder scheitern, und einige sind zu groß, um zu scheitern, too big to fail in Neudeutsch, dann haben wir ein Problem. Und insofern müssen wir versuchen, durch die Mittel, die wir haben, insbesondere über den europäischen Haushalt, zu versuchen, die politische Situation in den Ländern so weit zu stabilisieren und zu unterstützen, dass eine politische Reformmehrheit dort zustande kommt. Schützen denn die verabredeten Maßnahmen zur Bankensanierung vor einer Rückkehr der Bankenkrise? Wenn nicht, was müsste an den Regeln geändert werden? Es ist eine Menge getan worden. Ich glaube, das muss man so sagen. Es sind Regeln eingeführt worden im Rahmen der sogenannten, aber ich finde schlecht benannten Bankenunion, die ermöglichen sollen, dass zukünftig es kein Bailout für Banken mehr gibt, in dem alten Sinne, das durch Steuerzahler geleistet würde, sondern dass es ein Bail-in geben soll. Bail-in bedeutet, dass, wie bei jedem anderen Wirtschaftsunternehmen, das in Schieflage gerät, vor allen Dingen auch die Kreditgeber und die Eigentümer mit in die finanzielle Verantwortung gezogen werden. Und das soll jetzt auch für die europäischen Banken, insbesondere für die systemrelevanten Banken, geschehen. Das ist gut. Ob es aber ausreicht, in einer Systemkrise ein ganzes Bankensystem zu retten, das ist doch sehr fraglich. Vor allen Dingen, ob es möglich sein wird, das System ohne öffentliche Unterstützung zu retten. Insofern wäre dafür zu plädieren, dass die einzelnen Banken noch weitergehende Eigenmittelvorschriften erhielten, nämlich dass Banken zukünftig einen größeren Anteil an Eigenmitteln in ihrer Bilanz führen müssten. Die Finanzkommission schlägt eine Blue Tax als Sanktionsmechanismus vor, falls das Maastricht-Kriterium künftig von einem Eurostaat nicht eingehalten wird. Was hat man sich denn darunter vorzustellen? Im gegenwärtigen System des europäischen Krisenregelwerks können Länder, die sich an die gemeinsamen Verabredungen zur Haushaltssanierung nicht halten, mit Strafen belegt werden, die an den europäischen Haushalt erst als Pfand zu hinterlegen sind und dann möglicherweise auch abzuführen wären. Jetzt kann man sich natürlich darum unterhalten, man kann es bezweifeln, wie wir das tun, dass eine solche Sanktionsandrohung glaubwürdig ist. In einer Situation, wo ein Land diese Auflagen nicht erfüllt, wird es auch noch schwieriger, noch weniger in der Lage sein, entsprechende Strafzahlungen zu leisten, ganz abgesehen von der gefährlichen Wirkung auf die öffentliche Reformbereitschaft in diesem Land. Insofern schlagen wir vor, dass
zukünftig der Sanierungspfad von Ländern, die in der Krise sind und diese Auflagen nicht erfüllen, dadurch unterstützt wird, dass seitens der Europäischen Union eine sogenannte Blue Tax verhängt wird, sozusagen als Sanktionsmaßnahme, die aber also die Beispiel jetzt darin besteht, eine Anhebung der Mehrwertsteuer durchzusetzen, die dem Haushalt des betreffenden Landes zugutekommt. Das heißt, die Europäische Union verordnet praktisch eine Haushaltssanierung. Das ist diese Blue Tax, von der wir hoffen, dass sie letztlich nicht umgesetzt wird, weil die abschreckende Wirkung, die von dieser Androhung einer solchen Steuer zugunsten wohlgemerkt des betreffenden Krisenlandes ausgeht, ausreichend wäre, um die entsprechenden Reform- und Sanierungsbemühungen in dem Krisenland vorher zu ermöglichen. Sanierung kann dann ja auch ganz anders aussehen. Es kann so aussehen, dass man entsprechende Strukturreformen in der Wirtschaft durchführt. Es kann auch darin bestehen, dass man Ausgaben senkt, und es kann letztlich auch darin bestehen, dass man andere Steuern einführt. Insofern ist diese Vorstellung einer Blue Tax eine Überlegung, die dazu bestimmt ist, dem Land erstens zu helfen und zweitens den Reformen Druck oder auch die Reformmehrheiten in diesem Land herzustellen. Herr Emschermann, ich danke Ihnen für das Gespräch.